Eine 15-jährige Schülerin wird von ihrer älteren Schwester in die Notaufnahme gebracht. Der Körper des Mädchens ist übersät mit blauen Flecken. Woher diese stammen, will der Teenager aber nicht verraten. Assistenzärztin Katharina Zimmer schließt ein Fremdverschulden nicht aus. Was ist jetzt genau passiert? Es ist nichts passiert. Das stimmt nicht. Es ist nichts passiert. Sie sehen es doch schon da. Oh, das sind aber ordentlich blaue Flecken. Ja. Ich hab mich angestoßen. Das und ist nicht der Rede wert eigentlich. Ich weiß gar nicht, wieso wir hier sind. Wie denn? Wie ist das denn passiert? Weil das ist ja schon irgendwie. Das haben Sie noch mehr blaue Flecken? Okay. Ey, Romina. Natürlich hat sie noch mehr. Wo denn? Am ganzen Körper, überall. Die Menge und das unterschiedliche Alter der Blutergüsse passen nicht zu der Geschichte, dass sich das Mädchen nur gestoßen hat. Dann trifft die Mutter der beiden ein. Sie wusste bis jetzt nichts von den Verletzungen ihrer Jüngsten. Katharina Zimmer will zunächst alle organischen Ursachen für die blauen Flecken ausschließen. Sind bei Ihrer Tochter oder in Ihrer Familie, sind irgendwelche Krankheiten, was die Gerinnung angeht? Nein, ich halte den Arm. Ja. Gar nicht? Also nichts, dass Sie irgendwie was wissen würden? Nein. Okay. Romina, was ist los? Es ist nichts passiert, Mama. Das ist gut. Aber das ist doch überall blaue Flecke. Was ist? Ich habe mich gestoßen und... Es sieht aber nicht nach einem Stoß aus, ne? Kannst mir jetzt auch nicht sagen. Ja. Romina, ich mache mir Sorgen. Kannst du mir bitte sagen, was los ist? Es ist nichts Schlimmes, du musst dir keine Sorgen machen. Es ist nicht immer ganz klar zu differenzieren, ob Hämatome jetzt durch einen Unfall oder durch bewusstes Verschulden entstanden sind. Teilweise sind halt auch typische Lokalisationen von Hämatomen ausschlaggebend darüber, ob sie jetzt fremdverschuldet wurden oder durch einen ganz banalen Sturz entstanden sind. Ist das irgendwie beim Schulsport passiert? Ist irgendwas in der Schule passiert? Auf dem Nachhauseweg? Ich muss so ein bisschen das rekonstruieren, weil für mich sieht das nicht nach so typischen, ich bin gefallen. Ich meine, für mich immer, wie das passiert. Weil für mich sieht das so aus wie so gezielte Schläge auf den Arm oder auf die Beine. Katharina Zimmer sieht dringenden Handlungsbedarf und sucht das Vier-Augen-Gespräch mit der Mutter ihrer jungen Patientin. Denn die Assistenzärztin vermutet, dass die Schülerin geschlagen wurde und den Täter aus Angst oder Scham schützt. Ich habe der Familie eine Sozialhelferin empfohlen, die sich eventuell mit Romina ein bisschen besser verständigen kann und ihr vielleicht auch helfen kann, falls sie Probleme in der Schule oder auch in der Familie hat. Nachdem die Ärztin den Kontakt hergestellt hat, nimmt sich Sozialpädagogin Rike Steinbach so bald wie möglich des Geheimnisses der blauen Flecken an. Die Familienhelferin arbeitet oft mit Mädchen, die körperliche, seelische oder sexuelle Gewalt erfahren haben. Sie soll nun herausfinden, warum das Mädchen über die Ursache seiner Blutergüsse so verbissen schweigt. Hallo, das ist Romina. Romina, das ist Frau Steinbach. Hallo, Romina. Sozialpädagogin. Rike Steinbach, mein Name. Meine andere Tochter, Sabrina. Hallo, Sabrina, grüß dich. Rike Steinbach, hallo. Setzen Sie sich. Ja, vielen Dank. Ich komme dann mal zu dir. Ja, Romina, ich habe mit deiner Mama telefoniert. Du weißt, warum ich hier bin? Ja. Okay, es ging ja um deine blauen Flecken. Sie sehen das ja, das ist ja offensichtlich. Die ist besät mit blauen Flecken, schon an den Beinen. Ja, ich sehe das schon. Also das sieht ja ziemlich heftig aus, Romina. Du, das ist aber nicht ohne. Hast du noch mehr davon, sag mal? Oder ist das nur an den Beinen? Wie muss ich mir das vorstellen? Zeig doch mal. Ja, klar. Romina, sag bitte die Wahrheit. Lass mich doch einfach in Ruhe, mein Gott. Das ist die Frau Steinbach hier, Romina. Warte. Die 15-Jährige flieht aus der Situation. Offenbar ist sie mit ihrer inneren Gefühlswelt restlos überfordert. Rike Steinbach weiß, dass sich bei Opfern von Gewalt oftmals viel Wut anstaut. Im ersten Schritt möchte sie die Gesamtrealschülerin dazu bringen, sich von diesem Zorn zu befreien. Doch der Teenager sträubt sich. Warte doch mal. Was ist denn los? Was wollen Sie denn jetzt mit dem Kissen anfangen? Du bist einfach aufgestanden. Du bist einfach weggelaufen. Was ist denn los? Weil es mir zu viel war. Und was soll jetzt der Kissen? Komm, was ist denn los mit dir? Ich merke doch, dass da irgendwas nicht mit dir in Ordnung ist. Du bist auf. Ach du Schande, was ist das denn? Zeig mal. Das sieht ja schrecklich aus. Das ist nichts. Das ist einfach nichts. Alles okay. Nein. Komm, ist okay. Ich will dir nur helfen. Ich habe diese Wut einfach wahrgenommen, die sie in sich hatte.
und habe ein Kissen mitgenommen. Genau diese Wut sollte sie auch herauslassen. Das war der Grund, warum ich sie ein wenig gelockt habe mit diesem Kissen. Lass es raus. Zeig mal, was dich so sauer macht, was dich so durcheinander bringt. Ich bin noch nicht sauer, ich will das einfach nicht. Bist du geärgert? Bist du in der Schule gemobbt? Ich werde nicht in der Schule gemobbt. Zeig, bist du gemobbt? Komm, lass es raus. Okay, wer ärgert dich? Wer tritt dir zu nah? Da ist keiner. Komm, lass es raus, komm. Wenn es sein muss, dann machen wir das. Alles, was du hast an Wut? Du bist doch wütend, das sehe ich doch. Guck dir deine Flecken an. Wer tut dir so weh? Wer tritt dir so nah? Wer ist das? Wer macht das mit dir? Ha? Komm, lass es raus, du kannst drüber sprechen. Hey, ich will aber nicht drüber sprechen. Du musst nicht sprechen, du kannst einfach nur rauslassen, was dich so beschäftigt. Okay? Hi, da bist du ja. Wie geht's dir? Hey. Hi. Hallo. Tag. Du bist wer, wenn ich fragen darf? Mein Name ist Steinbach. Guten Tag. Wie gesehen, Steinbach? Freundin von der Mutter, oder? Kann man nicht so sagen. Ja? Ich würde jetzt ganz gerne ein bisschen mit Romina allein reden, wenn klar, das okay ist. Klar, ja, wir wollten nur kurz Hallo sagen. Einfach, ah, okay. Ich würde sie dann später vielleicht noch mal grüßen. Okay. Viel Spaß. Danke. Also ich habe gesehen, als Romina den Freund ihrer Schwester Tobias begrüßt hat, sie ist komplett auf Abwehrhaltung gegangen. Sie ist förmlich zurückgeschreckt vor ihm. Das hat mir natürlich zu denken gegeben. Hey Romina, du warst komplett auf Abwehr, als deine Schwester mit ihrem Freund zu dir kam und Tobi dich begrüßt hat. Ich habe das gesehen. Du bist zurückgegangen, du warst total versteift. Was ist denn? Hat sie irgendwas mit ihm zu tun? Ja? Mit Tobi? Das hat was mit Tobi zu tun. Erzähl mal, was ist los? Ja, die Bilder sprechen für sich. Schauen Sie sich das einfach mal an. Sie werden es sehen. Okay. Das ist einfach... Das ist schon eine Hausnummer. Also Tobias hat Romina eindeutige Fotos geschickt, wo man ihn nackt sehen konnte, eindeutige Angebote ihr auch gemacht. Und ganz klar war, dass er sie einfach ja, anmachen wollte. Ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Ich kann es auch keinem sagen. Du musst darüber reden. Das machen ganz viele Täter, die hoffen, dass das Opfer schweigt, nichts sagt und machen einfach immer weiter. Und was macht er denn mit dir? Schlägt er dich dann? Nein, das habe ich gemacht, um mich vor dem zu schützen. Ich bin zum Kickboxen gegangen. Ich habe es heimlich gemacht, weil das konnte ich halt keinem erklären, wieso ich das mache. Warum hast du denn nicht mit deiner Mutter mal darüber gesprochen? Die machen sich alle Sorgen. Die werden es doch eh nicht verstehen. Ich meine, wer glaubt mir das denn bitte? Wenn du magst, ich kann mir vorstellen, dass das schwierig ist, für dich darüber zu sprechen. Wenn du möchtest, unterstütze ich dich dabei. Die Schülerin hat die Schuld bislang bei sich selbst gesucht. Sie glaubte, dem neuen Freund ihrer Schwester falsche Signale gesendet zu haben. Darum hat sie sich bis jetzt auch nicht getraut, sich ihrer Mutter anzuvertrauen. Deshalb braucht die 15-Jährige dringend Unterstützung. Frau Freitag, ich habe ganz lange mit Ihrer Tochter geredet und ich denke, wir sollten sprechen. Tobias hat mit dir zu tun. Ganz unmittelbar und ganz direkt. Mit dir zu tun? Absolut. Absolut. Darf ich mal fragen, worum es dir überhaupt geht? Das darfst du gerne. Romina, magst du erzählen, worum es hier eigentlich geht? Romina, komm, trau dich, ich bin bei dir. Okay, komm. Es geht einfach darum, dass der Tobi mich immer belästigt und mir gegenüber sehr annähernd ist. Wie bitte? Jetzt erzählst du deiner Mama auch mal von den Nachrichten, die du so bekommst und von den Bildern, die du so verschickst. Ich wollte euch das nicht sagen, weil ich Angst hatte, dass das alles kaputt geht. Und jetzt mal ernsthaft. Die einzigen Bilder, die ich verschicke, sind an dich, weil ich dich liebe, okay? Du kennst mich, du weißt ganz genau, dass ich... Das ist nicht dein Ernst. Ist das... Gucken Sie einfach und ich denke, das spricht für sich. Also da müssen wir gar nicht mehr viel von dir hören. Das glaube ich jetzt nicht. Das glaube ich doch jetzt nicht. Das ist dein Freund? Alles gut. Das darf ja wohl nicht wahr sein. Was soll denn sein? Tobias, weißt du, was das heißt? Das ist sexuelle Belästigung. Was ist sexuelle Belästigung? Da hast du dir Mobbing-Opfer gesucht oder was? Ich denke, an der Stelle ist auch jetzt mal gut. Frau Steinbach, mehr als diesen jungen Mann werde ich anzeigen. Der 19-Jährige wird sich vor dem Jugendgericht wegen sexueller Nötigung verantworten müssen. Romina ist erleichtert, dass die Wahrheit endlich raus ist und ihre Familie hinter ihr steht. Ihre Schwester hat sich sofort von ihrem Freund getrennt. Ihr neues Hobby Kickboxen hat die 15-Jährige beibehalten, weil es ihr einfach Spaß macht.